People-Würfel brauche ich noch. People? People-Würfel? People Baum. In Wood. Und jetzt mal alle in das Wood. Ja. Asphalt. Yo. Ach, Wood wegen Baum und so. Ich will meinen Stock. Aber die Geschichten will ich eigentlich gar nicht hören, Julian. Die will ich nicht hören. Nee, ich auch nicht. Die behältst du einfach mal für dich. Ich wollte das Wort Stock nur mit einbauen, weil der Josh das Wort Stock so witzig. Stock. Achso, übrigens das Repaint, also so wie die anderen Repaints, werden dann mit der Karte dann veröffentlicht. Ja, das ist wichtig. Ja. Also außer die Standard-Dinger, wollte ich nur mal so gesagt haben, die Standard, die geben wir immer so raus jetzt für jeden Bus. Also der LE hat der Julian jetzt schon fertig gemacht, den werde ich jetzt auch immer die Tage online stellen. Aber diese Werbebusse, die gibt es dann mit, guten Tag. Mit der Karte dann dabei. Ein normales Ticket. Ja, außerdem wie man sieht, hat der Labello-Bus ja sowieso noch einen Fehler, wo ich noch gucken muss, warum. Der Labello-Bus. Labello-Bus gibt es übrigens für Facelift und für Line City, oder? Ja, ne? Nein. War das denn? Irgendeinen gab es doch für beide. Ja, den anderen. Labello kommt nur auf den Line City. Ah. Machst du den denn eventuell auch auf den Stadtbus Gelenkbus? Weil ich glaube, der wäre auch geil als Gelenkbus. Glaube ich. Aber was willst du? Ich wollte gerade sagen, was willst du da groß machen? Das ist eigentlich so längenmäßig, passt das für mich. Ich hatte ja schon. Da kannst du den Labello noch so seitlich drauf. So kannst noch so du ja vielleicht nach auf dem Nachläufer Dicken schreiben. Dicken Bussi. Ja, stimmt, da gibt es aber alle Bussen Bussi und einer gibt Bussi den dicken Bussi rechts und den dicken Bussi links. Ja, guck mal. Also, an die Labello-Werbeagentur, ne? Wisst ihr Bescheid. Garstens PayPal-Link steht unten in der Beschreibung. Ich komme gerne ins Team. Werbetexte. Nee, aber ich habe mir schon öfters mal gedacht, also ich meine, mit den Witzen, die wir hier reißen, wenn du manchmal Werbetexter liest, was die da für Dinger raushauen, das ist irgendwie so vom Format von dem Rons, den wir hier verzapfen, irgendwie. Also witzemäßig. Ja, stimmt. Ja, da gibt es so einiges, ja. Ja, Tatsache. Da gibt es mehrere Beispiele. Ich glaub, wenn ich da so Werbetexte machen würde, dann würden die Leute das Produkt kaufen, weil sie den Satz so schlecht fänden würden, dass sie darüber aufregen würden und dann trotzdem kaufen. Als Mitleid. Oh, guck mal, ein Alter. Nein, ein alter Citaro. Das ist jetzt witzig, weil er alt ist und von Alter. Donnerweg. Ich war jippig. Chip, chip. Achso, warte mal, waren ja 10. Einen normalen Fahrschein, bitte. Fahrschein. Aber das schickt einen voll, wenn du nicht weißt, ob jetzt gerade der Fahrgast Julia mit einem redet oder der Fahrgast Carsten. oder ob ihr jetzt was sagt. Schlimm, ne? Boah, das schickt einen voll. Weil wobei, es gibt einen Unterschied. Bei dem Fahrgast Julian gibt es mehr Hall dahinter. Ah, und das höre ich jetzt meinem leisen Kopfhörer. Hörst du immer. Der ist gerade recht leise irgendwie. Du hörst da immer Hall. Das ist Hall. Gong, 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 gong. Ich hätte bitte gerne. Eine Fahrkarte, Karte. Hallo. Ich... Möchte. Einmal nach Hause, bitte. Also für 2, 70. Ich bin aber hängen geblieben. Erlenweg. Hä, sind wir aber hängen geblieben? Erlenweg. Du, Carsten, wo ist der Erlenweg? Da. Ach ne, ist die Parkstraße. Du, Carsten, wo ist der Erlenweg? Das ist mir aber auch noch nicht passiert, wenn ich ehrlich bin. Das war die Donnerstraße. Nee, ich bin schon richtig gefahren. Du bist zu weit. Danach kommt die Grundschule und dann kommt der erste Erlenweg. Echt? War der Erlenweg nicht da, wo... Oder? Das ist die Feuerwache. Ja, vor der Feuerwache ist der Erlenweg. Ach ja, vor der Feuerwache. Ja, dann ist aber vielleicht der Fahrplan hängen geblieben. Ja, war das hier oder was? Müsste. Ja, das ist aber auch kein... Das ist auch kein Bus-Stop-Haltestellen-Markierungsding. Das war aber bisher noch nicht so. Ist egal. Carsten, komm. Musst du dann bei jeder Fahrt, die dann losgeht, eine Ansage machen? Normalerweise Nummer frei sein, die nächste Runde rückwärts. Was machst du mit dem Hall in der Stimme? Kirmes-Ansage. Voll gut, kommt. Ja, vor allem, wenn hier so viel kuscheln da hinten im Bus. Also, ja. Ist die blöde Haltestelle im Fahrplan drin, ne?
Ja, nee, irgendwie nicht. Carsten. Und Carsten, ein Phänomen, Carsten, was ich auch schon hatte bis jetzt, dass, ich weiß aber nicht, woran das liegt, ich sah Haus einfach mal raus, dass das Ibis nicht alle Haltestellennamen anzeigt. Ja, das hatte ich auf falsch. Die eine Richtung auch mal, das habe ich, glaube ich, auch irgendwo mal notiert. Aber jetzt ist richtig. Da steht dann halt nicht drin. Ist jetzt richtig. Mein Text schon. Das hat der Carsten auch schon wieder korrigiert, auch Julian. Ja, ich wollte es nur sagen. Ich will die alten Kamellen schon wieder. Echt, ey, weißt du, die liegen da schon seit letztem Karneval, liegen schon die alten Kamellen rum und die wirbelst du schon wieder auf. Total die schlimm. Stinken schon. Julian, der reitet immer auf alten Sachen rum. Das ist ja, ey. Nee, tu ich nicht, ja. Stimmt da gar fallen nicht, mir schon James. Wieder so Sachen ein, ich weiß ja nicht. Oh, guck doch. Mal, da ist halt, da ist. Ja, da wenn ich Line City fahre, dann reite ich auf alten Sachen rum. Ist ein Euro 6, aber ist okay. Ja, das Design. Ist trotzdem alt, sagt er. Ah, das ist doch wieder der neue Fahrerarbeitsplatz. Ja, gut, das ist der MRN-Pille. Der ist doch bestellt, schön, ich weiß gar nicht, was die alle haben. Ich finde den schick. Ich finde die auch schön. Ich mag den. Ich mag das Lenkrad, aber die Pille nicht. Doch. Ich finde, das ist mal moderner Arbeit. Ich mach mal einen Letztverhütungstalk oder was? Ja, ich mag die Pille nicht. Ja, ich brauch die Pille auch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, du nimmst sie ja auch nicht. Aber hier, ich hab. Der Fahrarbeitsplatz, der erweckt in mir schlechte Erinnerungen. Citybus Simulator 2 München. Achso. Ach, boah, den hab ich aber, glaube ich, auch noch auf meiner Dingliste stehen. Der war aber tatsächlich einigermaßen vernünftig. Nein. Doch. Auf keinen Fall. Also doch, wenn beim Gelenkbus hat nur der vordere Teil des Gelenks mitgedreht. Wenn du über einen Bürgersteig gefahren bist, bist du zurückgeschleudert worden. Sobald du über eine rote Ampel gefahren bist, wurde die Simulation beendet. Wesentlich schlechteres, muss ich echt sagen. Ja, aber gut, ja, war der nicht. Bin ich mal außerdem, gespannt. Außerdem fand ich das mit diesem Funkfeature irgendwie cool. Ja, das war cool tatsächlich. Das war cool, ja. Ja, und, das, und den dynamischen Umleitungen und so. Das war aber wie jedes Spiel von dem Anbieter mit, also von dem Hersteller mit den drei Buchstaben und dem Studio dahinter, dass die Idee, gut ist, aber die Umsetzung nicht so geil. Ja. Da kann man übrigens immer noch durch. Ja, also kann man doch durchgucken, Carsten. Wenn ihr mit der Aussage nicht zufrieden seid, dann hasst mich dafür und nicht die anderen. Ja, das tut ihr einen eh immer wegen jeder Aussage, das ist normal. Auch wenn du einmal nach Hause willst und eine Fahrkarte kaufst, dann hassen die dich auch. Bitte. Ja, aber mich hassen die eh immer, das ist normal. So, eins. Oh, der hat passend gezahlt. Geil. Boah, Carsten, hast du es dir beigebracht, dass die passend zahlen? Ja, boah, finde ich gut. Finde ich korrekt. Mit Kleingeld. Mit ganz viel Kleingeld. Geil, oder? Das bei dem Setra S319 immer so geil. Wenn du den dann ein Ticket verkaufst, dann drehen die sich noch einmal so komplett um und dann gehen sie erst weiter. Echt? Ja. Hä, hey, war da hinten, der liegt ja hier irgendwo, da das Wechselgeld genau, oder und so. Genau, und legen dir auch das Geld auf das Dashboard drauf. Cool. So, und dann gibst du denen halt das Geld raus und dann drehen die sich noch aber komplett um und dann gehen die erst. Okay. Ein halber Balletttanz. Da da dam dam dam. Genau, da 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 da. Ob sie, weil's geht. Ja. Und ob sie zwei, ob's geht. Nee. Ist egal? Ja, ist egal. So, da ist vielleicht frei. Vielleicht? Ja, da war ein Stopp. Da war kein Stoppschild. Da musst du ich bin 11 Minuten zu spät. Das ist. Ja, das der Fahrplan hängt. So, ja, der Fahrplan. Da musst du die James'sche Methode machen, Josh. Ich mach jetzt gar nichts. Egal, ob da einer kommt oder nicht, du zählst bis 23 und fährst. Stimmt, das habe ich auch schon mitbekommen. So, okay. 45 heißt es. Oh, ja. Trotzdem zu spät. Trotzdem zu spät. Bist du spät? Josh, du bist zu spät. Oh. Ja, wobei, wir haben ja auch hier und da. Kann doch nicht angehen hier. Noch mal ein bisschen was gezeigt. Hab auch hier und da mal aus dem Bus rausgegangen. Hab ich nicht gesehen. Vielleicht am Hauptbahnhof. Nee, was? Wir zeigen die Karte? Nö. Die Haltestelle da. Da. Und da. Die eine da. Weißt du, die eine neue Haltestelle da. Und dieses. Da. An der fällt auch überhaupt nicht auf, ne? Die Haltestelle heißt Hatzfeld und wir sind hier im Assiviertel. Wieso? Ist das so? Ist das hast du doch gesagt, hier ist das Assiviertel. Ja. Achso, ja. Jetzt verstehe ich. Ja,
Die brauchen ein bisschen. Habt ihr schon verstanden? Ja, brauchen ein bisschen. Genau. Manchmal braucht es bei dir, bei mir das bisschen. Ja, manchmal braucht es bei Julian Zwitzen ein bisschen, das ist richtig. Ja, die sind halt auf einem intelligenteren Niveau. Ja, nee, ja, aber das ist diese Teebeutelwitze, die müssen erst ziehen. Ja, genau. Der ist grandios. Hier ist übrigens rechts vor links, weil das ist ja eine T-Kreuzung, da werden ja keine Schilder. Wobei, es kommt darauf an, wo die T-Kreuzung steht. Ach, wenn wir schon bei Teebeutel sind. Das ist Earl Grey. Ah, ein Earl Grey-Kreuzung. Oh. Ja. Mit einem Schuss Milch. Genau. Ist das hier nicht eigentlich auch eine? Ja, ist auch eine T-Kreuzung. Das ist eine große T-Kreuzung. Das ist es ja. Beides ist eher so ein T, wie ich schreiben würde, so ein schiefes T. Schreibschrift-T ist das. Ja. Ja, oder verkrakelte Handschrift. So. Verkrakelte Handschrift? Ja. Akelte Handschrift, da willst du nicht sehen, wie es bei mir aussieht, wenn ich mir irgendwas notiere. Willst du nicht sehen, wie es bei Josh aussieht, wenn er getrunken hat und versucht, seinen Namen zu schreiben? Nächste Haltestelle, Oscar-Weg. Also manchmal, man kennt das ja, da kommen dann irgendwie so, zum Beispiel so ein Wort wie krumm, ja? Ja. Und U mit zwei M dahinter, das ja. U das und die zwei M's, das wird dann irgendwie so eine wellige Linie einfach. Hui. Oh Gott, ey, dann möchte ich deine Handschrift nicht lesen, James. Eigentlich, wenn ich mir Mühe gebe, habe ich eine schöne Handschrift, aber... Aber du gibst ja nie Mühe, ne? Wenn ich nur irgendwas für mich schnell auf den Schmierzettel notiere, dann schmier ich das auch drauf, ja. Ich bin immer noch dafür, dass wir der Ansage für den Oscar-Weg so dieses Tappen einmal von normal. Oscar auf ein Parkett hinzufügen. Einfach so hinten dran, so ja, Oscar-Weg. Ja, wo steht denn Oscar hier? Ja, Oscar steht hier doch noch gar nicht. Auf der anderen Haltestelle, glaube ich. Von Merscheid aus. Dreht mal, nochmal. Weil der ist nur von der ist ja nur von einer Seite sichtbar. Mein, der sitzt vor der Hecke. Nee. Da, wo du langfahren willst. Da, wo du langfährst. Gegenüber von die Tankstelle. Ah, genau. Da. Hä? Da wohnt nicht. Da sitzt kein Oscar. Hat der Josh denn das Oscar-Objekt? Hast du das mitgenommen? Ja, das habe ich. Das also am 1000 Bahn. Ja, sonst hätte ich Stimmt. So, Omsi ist dann so, nee. Ich dachte, der stand da. Also, bevor ich Oscar nicht zeige, dann siehst du gar nichts, Josh. Hat Omsi 1 aber auch nicht gemacht. Omsi 1 hat dann immer nur das Objekt nicht. Ja aber eben, das ist eigentlich auch sinnvoll. Aber Omsi 2 so, nee. Also, wenn du Oscar nicht siehst, dann nee. Dann also, hat es ja keinen wissen, Sinn. Du dass du was nicht hast. Ja eben. Der hat direkt die ganze Karte nicht. Ich meine, es könnte sein, dass das wichtig ist, wie ein Kreuzungsobjekt, auch wenn es so ein Dekorations-Scenery-Optics-Betonrohr genau, ist oder so, sowas. So ein Leitpfosten ist, das ist ja, Betonrohr.sco. Ja, genau, Betonrohr.sco. Ja, das war auch immer echt. Ich das gesucht habe früher. Ja, dass alle Map-Bauer so drauf abgefallen sind, das raff ich aber irgendwie nicht. Ja, das war überall ja auch, verbaut. Performance ohne Ende, ne? Ja, war halt rund. Schön. Ach, ich hab gar kein Licht. Betonrohr.sco war echt furchtbar. Das, hat man, das, wenn das war das eine Objekt, was man immer gebraucht hat und immer irgendwie dann gesucht hat, wenn man das mal wieder braucht. Ja, und immer in anderen Ordnern dann drin. Ja, richtig. Und wenn du es dann 10... Oh, da war weg. Was war da jetzt? Guck mal, ob der das auch macht. Ich glaube, ich habe das ja schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgeschrieben habe. So ja, Motto, genau. Ich glaub, das habe ich nicht aufgeschrieben. Die lädt gar nicht. Hä? Das sollte eigentlich nicht passieren. Carsten. Wieso passiert das überhaupt nicht? Und das sollte auch nicht passieren, dass ich jetzt fahre. Kreuzung... Nach dem Motto, dir fehlt das Betonrohr, aber das Betonrohr hab ich doch. Ja, nach dem Oscar-Weg, also nächster Halt. Das ist die Musterhaltestelle, Carsten. Ach ja, genau, Musterhaltestelle. Musterhaltestelle? Was ist denn die Musterhaltestelle? Carsten weiß schon, was Musterhaltestelle ist. Musterhaltestelle. Okay. Carsten weiß Bescheid. Haben wir denn hier immer noch die Eisdiele Pitti Platsch? Weg. Gepoppt. Er hat gepoppt. Rotkehlchenweg. Ah, da sind wir gleich schon da. Hui. Ich glaube, da habe ich den Müller mal vergessen. Scheibenkleister. Schade. Heißt das. Sie hat sich da noch Fahrscheine. Schade. Rotkehlchen. Danke. Mülleimer. Los, Fahrplan. Wobei. Was? Ich sollte eigentlich gar nichts über Handschriften von anderen Menschen sagen. Meine ist noch beschissener als jede von. Deine kann man gar nicht lesen. Ich kann meine sogar manchmal selber nicht lesen. Der Esel hat es geschrieben und kann es nicht mehr lesen, ja. Schön. Das passiert mir nicht. Nee, mir auch nicht.
ich bin halt halb blind und hab eine scheiß Handschrift. Also ich kann immer alles lesen, was ich schreibe. Alles. Meine eigene Handschrift kriege ich auch hin. Und wenn ich es mal nicht lesen kann, dann weiß ich meistens noch, was da stand. Aber aus dem Grund habe ich Respekt vor Menschen, die ein Lehramt ausüben. Nämlich, die haben so viele Saugklauen, die lesen müssen. Boah, meine armen Profs. So, hier muss man recht weit vorfahren, da war was. Du sehr nah ranfahren, die sind da. Ja. 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 Oh, dann passt das, ne? Guten Tag. Tja. Lass mal noch aussteigen. Ach, süß, die laufen zu dem Pfad. Ja, das ist auch noch irgendwie. Ja, aber das ist oft bei irgendwelchen Kreuz. Ja, oft auch nicht nachvollziehbar, weil hier irgendwie sieht, da ist ein Pfad, weil da jemand läuft und da irgendwie. Ja. Guck mal, der Josch, der macht so eine coole Abfahrtskette. Boah, geil, gell. Nur jetzt hier in der Kreuzung hab ich dann Angst gehabt. Wie kannst du das mal überhaupt, dass du so gut dann mal immer wieder aus dem Innenraum zeigst und dann so... Innenraum geht aber voll klar. Also Innenraum fahren ist, wenn du zentral sitzt, hinten oder so geht. Bei dem jetzt nicht, weil da kein zentral hinten sitzt Ding, aber so Mitte an der mittleren Tür dann nach vorne und nicht viele Menschen, dass das klappt gut. Aber du hast das auch im Stream mit der 182 gemacht, wo du dann da Richtung Tierpark gefahren bist und einfach da die Kreuzung. Ja, das klappt halbwegs. Wenn jetzt hier nicht so ein... Wenn der Pac-Mensch jetzt hier am Nordeingang da ausgestiegen ist, dann passt das. So Nordeingang oder nicht? Ja, Eingang. Ach, West, ja, fast. West. Ja, fast. Ja, West. Der Eingang Südeingang. West. Ja, oben, Osten, Süden, links, Mitte. Ach, guck mal, hier steht eine Stele. Ja, da steht eine Stele. Eine Haltestele. Hab ich mir gedacht, bei so einer LVR-Klinik, da können wir ruhig eine Stele hinmachen. Ja, so eine ganz große. Stimmt. Außerdem fährt man da ja nach Wetter an der Ruhr. Hat das einen Unfall, oder? Nee, ich warte. Stimmt. So, jetzt. Die hier ist recht viel, weil jetzt sind wir ja gleich da. Habe ich mal gehört. Ja. So, bevor die jetzt hier alle ihre Ampel da drücken, da fahre ich da mal. Dann fahren wir da mal. Der liefert Pakete in die Elfer, ja? Medikamente. Ich glaube, die kommen dann in einem anderen Transport. Nee, die kommen nicht immer unbedingt. Schon in DHL. Genau, DHL. Ihr Medikamentenlieferant. Ich könnte so nicht fahren. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Also wenn ich die Karte kenne, klappt das. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Du musst erst noch immer geradeaus. Ah, da vorne, wo der orange Pfeil ist, glaube ich. Bei der großen Kreuzung. Du hast jetzt erst noch eine Fußgängerampel und danach die Kreuzung. Ah, die sieht grün aus. Guck mal, die Innenanzeige ist sogar bei der Kunstakademie hängen. Ja, die habe ich nur selber nicht weitergeschaltet. Habe ich mir gedacht, gut, die drücke ich selber weiter, aber nö. Die kannst du, glaube ich, mit Q auch nicht weiterschalten. Nee, und auch nicht mit Tab auf den linken Pedal. Auf den linken Pedal. Auch nicht? Nee. Hat der Bus nicht. Ist wieder C2, so. Der C2 kann es aber schon mittlerweile. Echt? Der hat es nachgepatcht bekommen, der Hamburger. Boah, schick. Der Hamburger hat es nachgepatcht bekommen. Ja. Nach 3 Jahren. Nee, hatte der schon früher nachgepatcht bekommen. Achso. Mit der 1-2er-Version. Okay. Na gut. Ich könnte aber auch nicht sagen, welche der aktuelle ist. 1.4 ist, glaube ich, aktuell oder so. Oder 1.3. 1.12.7. 1.10. Also ich habe ja für noch die 5. Mit dem da, wo noch Morphe-Ding da noch läuft. Ah, guck mal, da steht die 462. Das ist ein Schien, puff. Nach Dortmund-Bobab. Und die Straßenbahn ist immer noch nicht fahrbar. Und die wird es auch nicht sein. Obwohl jetzt Oberleitungen da hängen. Oh, der fährt schon. Oh, der fährt los. Du bist zu spät. Ein bisschen. So, Anschluss ist nicht mehr. Anschluss so, alle mal rennen. 462 hier, genau. Ihr müsst jetzt noch schräg über den Parkplatz rennen. So, alle mal rennen bis da drüben. So, ich glaube, jetzt kommt gleich noch das blöde Ding. Nee, kommt. Haha, stimmt, kommt da kein Fahrplan. Haha, ja. Kommt da kein Fahrplan. Ist ja hängen geblieben. Ja, so wie wir. Die laufen echt schnell zum Bus. Die beeilen sich jetzt echt schnell. Ja. Süß. Also irgendwie ist das... Jetzt ist er leider gleich weg. 3, 2, 1. Haha. Ey, die laufen echt schnurstracks auf den Bus zu. Ja, jetzt auch nicht mehr. Okay. Ja, ist der Bus weg. Ja, die wollte die Straßenbahn, die nicht kommt. Ja. Machen wir mal sowas Schönes. Machen wir mal von hier. Dann sehen wir mal auch mal Bus hier links. Dann fühlt euch geknutscht von dem... vom James, vom Bus, vom Carsten und vom Julian. Und von Josh. Vor allem von Josh. Ja, aber ich... Keine Ahnung, knutsch euch nur mit dem großen Line-City-Spiegel hier gegen den Omnis oben.
Das ist auch so ein Klassiker, das Ding. Der Josh wollte damit sagen, er mag euch eigentlich gar nicht so. Bam. Also, von denen alle kriegt er einen Knutsch und von mir kriegt er halt einen Spiegel. Spiegel an Kopf. Also nicht Schaufel an Kopf, sondern Spiegel an Kopf. Na gut. Schaufel an Kopf nur beim Bausi. Ja. Ja, stimmt, ja. So, also ich tue mal auf und es ist so. So stickig da drin. Also, das war ich, glaube ich. Wir sind da. Sind wir da? Was, ja, ich bin ein bisschen verplant heute. Oh, cool. Okay. Ein bisschen verplant. Das ging ja schnell. Ja, ne? Ja. Über den Saturn. Trotz Verspätung. Ja, trotz 20 Minuten Verspätung. Und Johannes Rauplatz. So, und die Kunstakademie. Boah, Kunstakademie. So, also, das war ich. Ich bedanke mich bei euch dreien fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen, fürs dabei. Ja, bei euch. Ja. Andersrum, bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch dreien fürs Zuschauen, bei allen anderen fürs Mitfahren. Genau, bei den drei Leuten fürs Zuschauen. Sehr schön. Josh nimmt das Video nach 3 Aufrufen offline. Oh, ja, sowieso immer. Regelmäßig. Ist eigentlich auch nur für, ich habe das jetzt nur für den Carsten gedreht, damit der Carsten sich das nochmal... okay. Ja, sehr genau. Schön. Ja, vielen lieben Dank. Oh, ich Special für kein, mich. Kein Ding mehr. Nee, es ist vorbei. Hast kein Ding mehr, arme Luisa. Also macht's gut. Euch danke fürs dabei sein. Euch allen anderen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja, ne? Macht's tschüss. Gut und ihr sagt jetzt einfach irgendwas zum Schluss, irgendwas Wichtiges. Tschüss. Tschüss. Tschüss.